Wir, die Teppichscheune, bieten euch in unserem Online-Shop und natürlich auch hier vor Ort die Möglichkeit, euren Teppich nicht nur im Wunschmaß zu konfigurieren, sondern auch in Wunschform. Das heißt, es ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten. Die schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Hier geht's richtig zur Sache. Wir können vom Outdoor-Teppich bis hin zur Naturfaser und dem Badezimmerteppich alles für euch so fertigen, wie ihr möchtet, sodass ihr am Ende euer Teppichscheunen-Unikat in der Hand haltet bzw. auf den Boden legt und euch daran erfreut. Ehrlich gesagt ist es gar nicht so einfach, diese ganzen Besonderheiten, die uns die Teppichscheune auszeichnen, in so einem kurzen Video zusammenzufassen. Euch sind in der Konfiguration, wie euch vielleicht gerade schon aufgefallen ist, kaum Grenzen gesetzt, denn nicht nur die Wunschmaße und die Wunschform spielen eine Rolle, sondern auch noch die Einfassungen kommen dazu. Das heißt also, wir versuchen das heute einfach mal möglichst einfach anzugehen und fangen deswegen mit einer ganz klassischen Form, dem runden Teppich, an. Hier könnt ihr dann bei eurer Konfiguration einfach den Wunschdurchmesser angeben. Farbwahl, klar. Steht außer Frage, spielt keine Rolle. Ja, und dann bekommt ihr euren individuellen runden Teppich nach Hause. Der Klassiker. Und wenn wir die Teppichscheune sagen, dass euch bei der Konfiguration keine Grenzen gesetzt sind, dann meinen wir das auch genau so. Denn selbst im Outdoor-Bereich könnt ihr euch eure Wunschform und euer Wunschmaß aussuchen. Egal ob Kunstrasen oder eben Outdoor-Teppich. Die warme Jahreszeit steht bevor und da ist es vielleicht nicht immer nur der rechteckige Teppich, der dann unter der Garten- oder Terrassengarnitur liegt, sondern vielleicht auch mal eine große Ellipse und ein Oval. Achtet darauf, dass die Möbel, die da draufstehen, vielleicht auch mal bewegt werden, ein bisschen hin und her geschoben werden. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja klar, dass der Jan möchte, dass wir die Teppiche möglichst riesig bestellen. Ich rede nicht davon, nehmt lieber 5 Meter statt 3. Aber guckt wirklich, dass ihr vielleicht bedenkt, da wird mal so ein Sessel nach hinten geschoben, sieht das dann auch gut aus. Also nehmt da wirklich lieber 10, 20, 30 Zentimeter mehr, anstatt 10 Zentimeter zu wenig. Am Ende sieht das Ganze vielleicht nicht so aus, wie ihr es euch vorgestellt habt. Und da würden wir euch gerne vorschützen. Für mich ein ganz besonderes Anliegen als Papa ist das Kinderzimmer bzw. der Spiel- oder Kinderteppich im Kinderzimmer. Da ist es wirklich absolut genial, wenn man bestimmte Ecken einfach maximal gut ausnutzen kann. Unterschätzt also speziell fürs Kinderzimmer die Formen wie Ellipse, Viertelkreis und Halbkreis nicht, denn mit diesen Formen könnt ihr hervorragend auch wirklich eine Ecke ausfüllen oder etwas schmalere Gänge im Kinderzimmer, vielleicht zwischen dem Hochbett und dem Schreibtisch, nutzen. Bei uns im Showroom beispielsweise liegt ein riesengroßer Viertelkreis vom Noah City. Eine Ecke, die tatsächlich einfach nicht so schön ausgenutzt wäre. So können wir wirklich da für die Kinder eine ganz, ganz tolle Spielecke herrichten. Haben wir auch getan, die auch super beliebt ist. Also wir nutzen das hier genauso, wie ihr es zu Hause nutzen könntet. Eine weitere wichtige Kategorie und auch ein wichtiger Raum ist natürlich das Badezimmer. Ein Raum, wo wir wirklich häufig mit speziellen Wunschformen konfrontiert werden. Denn wir kennen es alle, der klassische Badvorleger, der direkt vor die Dusche soll oder eben vielleicht bei einem doppelten Waschtisch ein größeres Rechteck. All das ist kein Problem mit unserer Wunschmaß- und Wunschformkonfiguration. Ich denke, das ist mittlerweile wirklich, wirklich klar, dass euch da keine Grenzen gesetzt sind. Jetzt eine ganz, ganz wichtige Besonderheit. Wir sehen hier den Nanook als oval. Das heißt also, wir haben zwei parallele längere Schenkel, die dann mit der Rundung hier enden. Nicht zu verwechseln mit unserer Ellipse. Die Ellipse, die sehen wir hier jetzt einmal in etwas größer. Die Ellipse hat keine Parallelen und ist deswegen rund, nicht kreisrund, sondern eben ellipsenförmig. Wie eingangs bereits erwähnt, ist es wirklich nicht einfach, diese unglaubliche Vielfalt an Konfigurationsmöglichkeiten zusammenzufassen. Ich hoffe trotzdem, dass wir euch auf diese Weise einen etwas besseren Einblick geben konnten, was die Teppichscheune eigentlich so drauf hat. Denn das sind wirklich absolute Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten. Wir fertigen hier für euch euer Teppich-Unikat, egal ob Badezimmer, Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer, Terrasse. Alles ist möglich und wir freuen uns wirklich auf ganz, ganz viele besondere Aufträge. Es muss ja nicht immer nur das graue Rechteck sein. So, heute war hier, richtig, Video. Hier haben wir jetzt ein Flachgewebe. Ist das auch kein Problem? Da, warum ist das so? Warum ist das so? Warum sagt man sein Leben lang Problem, dann steht man hier und sagt Problem? Ich sage eigentlich, wenn man sowas im Garten liegen hat, dann musst du nicht mehr mähen, sondern kannst du staubsaugen. Stell dir mal vor, stehst mitten im Garten. Muss ja sauber sein. Wenn du Gäste kriegst, ne? Krieg ja keine Gäste. Kommt ja immer keiner.
Und wir möchten uns die Zeit draußen so gemütlich wie möglich machen. Und da ist vielleicht nicht einfach nur der klassische rechteckige Teppich angebracht, sondern da möchte man mal ein bisschen was mit Pfiff reinbringen. Nee, also Pfiff, das möchte ich nicht. Also mit Pfiff wird hier gar nichts gemacht. Egal, ob ihr hier seid und nicht. Und peppig wird das auch nicht. Das wird weder peppig, flippig noch pfiffig. Ja, das macht nur Probleme. Wie viel Akku hast du da auf der noch? Siehst du das? Oh, ist das. Nee, das ist. Das zeig ich ja gar nicht, ne? Doch, du hast noch drei. Wie soll ich nur noch einen behalten? Wir haben hier im Showroom bei uns einen riesengroßen Viertelkreis vom Noah Setti. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe jetzt echt gedacht, du hast das extra. Nee. Aber das war richtig. Nach anderthalb Minuten Redezeit war das kein extra. Ach, der passt dann direkt drauf. Ach, das ist ja cool. Ja, gut, hast recht. Das wäre jetzt schon cool, wenn man das. Und das Maß war geschätzt von dem hier. Ich habe gesagt. Krass. Ja, ehrlich. Was hast du denn bitte? Das war wirklich zufällig. Ich habe gesagt, mach mal 70-40. Alter Schwede. Ja, ist doch kein Problem. Hallo. Was ist los, ey? Was ist los? Ein weiterer wichtiger Raum und somit auch eine weitere wichtige Kategorie ist der Badezimmer. Jetzt habe ich mich gefühlt wie Stefan Raab. Ja. Oder? Ja. Badezimmer. Ich weiß gar nicht.